Hallo und herzlich willkommen zum Kulturtalk, eurem Kulturmagazin aus Braunschweig für die Region und Stadt Braunschweig. Endlich mal wieder ein Schauspieler. Wir hatten Gisa Flacke und heute haben wir Andreas Jäger. Ja, hallo, schönen guten Abend. Also, Andreas, du bist in Braunschweig geboren. Ich hatte noch nicht viele Gäste im Kulturtalk, die in Braunschweig geboren sind, 1963, ist aber nicht so wichtig. Am 1. April ist doch wichtig. Ja, klar, ist das wichtig. Am gleichen Tag hat Geburtstag wer? Bismarck, war richtig, danke. Bismarck? Ja, tatsächlich, das ist auch ein April-Scherz. Ja. Aber nicht in Braunschweig. Nein. Gut, am 1. April 1963 in Braunschweig geboren. Ganz viele kennen dich vom Burgplatz, weil du hast mal was im Freischütz gemacht. Ja. Ganz viele kennen dich vom Kinder- und Jugendtheater. Ganz viele kennen dich auch von der Bühne des Staatstheaters. Vielleicht haben sie dich doch, kennen sie dich doch nicht so genau, weil du ein Komparse, jemand in der Statisterie warst. Du warst noch nicht Hamlet in Braunschweig, glaube ich. Nein. Noch nicht. Kommt aber ich habe mitgemacht in der letzten Hamlet-Inszenierung in Braunschweig. Das ist toll. Darüber sprechen wir auch noch. In jedem Fall möchte ich natürlich von dir wissen, wie bist du auf die Idee gekommen, Schauspieler zu werden? Mit also, drei im Sandkasten? Nee. Also ich glaube, im Prinzip war es so fast so der Klassiker. Man hat, glaube ich, als Kind schon bestimmte Vorstellungen. Mein Sohn zum Beispiel, der wollte immer schon zur Polizei. Hat dann auch tatsächlich geklappt. Andere wollen vielleicht Feuerwehrfahrer werden oder sowas. Und irgendwann denkt man sich, ja, so Schauspieler, das hat schon was. Und dann hat sich irgendwann während meiner Schulzeit tatsächlich, ich sag mal so, ein Türchen geöffnet in der neuen Oberschule in Braunschweig, wo ich aufs Abitur zugesteuert bin, hatte ich einen Französischlehrer und der hat mich letztendlich zum Theater gebracht. So, bevor du fragst, wie ein Französischlehrer mich zum Theater bringt, ist im Prinzip ganz einfach. Dieser Französischlehrer war Harald Hilpert, der auch darstellendes Spiel unterrichtet hat. Und der Harald hatte damals eine sehr intensive Beziehung hier zum Staatstheater in Braunschweig. Und die haben für ein Stück in der Spielzeit 1979, 1980, ich glaube, es war sogar die deutsche Erstaufführung, Rotter hieß das, eine deutsche Geschichte von Herrn Brasch, haben die für den Chor der alten Kinder junge Menschen gesucht. Also sie wollten nicht aus der üblichen Statisterie, den üblichen Komparsen zurückgreifen, weil die alle älter waren, sondern sie brauchten halt junge Menschen. Und da haben sie halt den Hilpert gefragt, ob er nicht von der NO, von seiner Theatergruppe, irgendjemand hätte, der da Interesse dran hatte. Und so, ich hatte ihn aber noch nicht in darstellendes Spiel, sondern eben nur in Französisch. Da hat er aber trotzdem gefragt. Und so bin ich dann das erste Mal in meinem Leben hier in Braunschweig hinter den Kulissen des Staatstheaters gewesen. Vorher natürlich Weihnachtsmärchen und so weiter. Also auch, glaube ich, die klassische Berührung, wie alle eigentlich das erste Mal im Theater. Ne? Dieser Aha-Moment, wenn das Licht ausgeht, schon mit meiner Großmutter im Theater gewesen. Aber so bin ich jetzt erstmal hinter den Kulissen gewesen und so habe ich meinen ersten Schritt gemacht, ja, auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Und dann hast du Theaterwissenschaft studiert und irgendwann dann wirklich im Schauspielstudio in Hamburg eine richtig klassische Schauspielausbildung gemacht. Dann warst du nicht in Braunschweig, ich habe geschaut, ganz genau, du warst am Landestheater Altenburg, du warst in Freiberg ist in Sachsen, das heißt, du warst auch in Regensburg und da hast du wahrscheinlich dann das ganz normale, in Häkchen große Repertoire, vielleicht etwas kleinere Rollen noch, oder? Ja, naja, das Interessante war, das habe ich gedacht, als ich anfing. Also manchmal ist es ja auch, ich sage mal, das Schicksal spielt immer eine große Rolle. Ich glaube, das ist bei jedem von uns so. Man hat vielleicht einen Plan und ein Ziel, auf das man zugeht, aber letztendlich kann man, glaube ich, so gut man ist und so viel Talent man hat, irgendwie braucht man auch immer noch Glück bei der ganzen Sache. Und ich habe damals eben, wie du richtig sagst, am Hamburgischen Schauspielstudio bei Hildburg-Frese meine Ausbildung gemacht. Dann fiel die Mauer 1989 und dann passierte was ganz Erstaunliches. Dann sind nämlich ganz viele Künstler von den Osttheatern in den Westen gegangen, die hier aufgrund ihres Renommees mit Kusshand von den Theatern genommen worden. Hatte zur Folge, dass plötzlich unglaublich viele Stellen an den ostdeutschen Bühnen frei geworden sind. Damals noch DDR-Bühnen wirklich, weil es war wirklich so die Wende. Und da habe ich mich in Altenburg beworben, tatsächlich, bin auch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden. Ich weiß noch, jetzt weiß ich auch, wo meine Eltern mal gesagt haben, das ist Dunkeldeutschland. Weil es war wirklich dunkel, als ich dahin gefahren bin mit dem Auto zum Vorsprechen damals. Und die haben mich dann tatsächlich genommen, obwohl ich in Hamburg eigentlich noch gar nicht fertig war mit der Ausbildung. Es war eher so ein, mal gucken, wie ich auf dem Markt funktioniere, mal schauen, wie ein Vorsprechen funktioniert,
und so weiter. Und da war ich sehr überrascht, dass die dann gesagt haben, die damalige Intendantin, ja, Herr Jäger, wir möchten gerne, dass Sie ins Ensemble kommen. Dann habe ich das in der Schule geklärt, habe gesagt, okay, kann ich dann trotzdem... Wie war dein Fach? Hattest du einen Fachvertrag? Ich hatte damals, nein, in der DDR gab es tatsächlich keine Fachverträge. Ich habe aber einen Rahmenkollektivvertrag noch unterschrieben tatsächlich. Das war auch vor der Währungsunion, also da stand tatsächlich noch ostdeutsche Währung, war alles, war richtig alles, die DDR war ja eigentlich noch da. Ne, sie war halt im, so, das Haus steht noch und so kurz bevor es zusammenfällt. So war das. Ne? Ja, und da habe ich dann überraschenderweise eben, habe ich gedacht, ich fange erstmal klassisch an mit den kleinen Rollen. Und die haben mich aber gleich in einem Jugendstück mit einer großen Rolle besetzt. Ich habe dann auch gleich den Jedermann gespielt, also wirklich die richtigen Hammerdinger schon gespielt und war da selber komplett von überrascht. Hab allerdings da auch natürlich eine ganze Menge gelernt. Ne? Und unsere Lehrerin, die Hildburg Frese, hat immer gesagt, wenn ihr anfangt, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr geht an ein großes Haus, Hamburger Schauspielhaus, Münchner Kammerspiele, spielt da den dritten Zwerg von hinten. Ja. Oder aber ihr geht an ein kleines Haus, an irgendeine Landesbühne oder sonst wohin und da könnt ihr schon richtig die großen Rollen spielen. Das habe ich gedacht, okay, das erzählt ihr so, aber es war tatsächlich so. Und so bin ich dann in Altenburg tatsächlich dann in die Schuhe so richtig reingeschlüpft, von denen ich vorher nur ansatzweise wusste, wie sie denn passen würden. Und sie haben gepasst und es war eine super tolle Zeit. Nicht nur, weil ich unglaublich viel als Schauspieler gelernt habe, sondern weil ich gleichzeitig auch in einer Zeit eben in der DDR war, wo der Rest der DDR wirklich komplett zusammengebrochen ist. Also ich habe, als ich angefangen habe, waren alle Läden noch offen, alle HO-Läden und alles. Und dann wurde es nach und nach weniger. Und die ganze Stadt ist wirklich, ja, gewissermaßen wirklich zusammengebrochen. Und dann ging da langsam der Wiederaufbau wieder los. Dann kam ein Intendant aus Österreich ans Landestheater nach Altenburg. Und dann musste das Altenburger Theater fusionieren mit Gera und so weiter und so weiter. Also es war auch politisch gesehen eine unglaublich spannende Zeit. Vielleicht schreibe ich irgendwann nochmal ein Buch drüber, keine Ahnung. Mal gucken, wenn ich Zeit habe. Ja, du hattest eben gesagt, Schuhe passen oder es passt etwas. Du bist ja auch jemand, dem passen viele verschiedene Kostüme. Denn ganz viele kennen dich als Herzog Anton Ulrich. Sie kennen dich als Casanova. Ich muss gleich nochmal fragen, was denn Casanova jetzt wirklich mit unserer Region zu tun hat. Das klingt ja schon fast weltstädtisch. Das klingt ja nach was. Ja, ne? Irgendwann muss hier doch mal was los gewesen sein. Ja, wir hatten beim letzten Mal die Heike Pöppelmann da, die wirklich gesagt hat, Braunschweig hat auch mal Weltgeschichte geschrieben. Absolut. Ist ganz lange her, hat man alles vergessen. Ja. Außer in Braunschweig, sonst hat man es vergessen. Aber das ist ja doch sehr interessant. Wenn man jetzt mal in diese Zeit zurückgeht, Herzog Anton Ulrich, wie würde dem heute, wenn ich durchlaucht fragen darf, die Stadt Braunschweig gefallen? Also ich schätze ihn ja als so ein bisschen, der Herzog möge mir verzeihen, auch als ein bisschen größenwahnsinnig ein. Wobei, es war natürlich eine andere Zeit. Also es ist schwierig für uns, jetzt aus unserer Zeit rückblickend Dinge zu bewerten auch. Also man kann sich nur angucken und man macht sich so seinen Reim drauf mit aller Fantasie. Aber ich glaube, es war schon relativ schwierig. Außerdem hat Anton Ulrich, wenn wir ehrlich sind, ja nun auch mit Braunschweig nicht viel am Hut gehabt. Er war eher in Braunschweig sauer, er hat ja in Wolfenbüttel residiert und hat in Salzdahlum seine riesige Sommerresidenz gebaut. Aber ansonsten, er war ja eher wie auch seine Söhne ein bisschen sauer auf Braunschweig, weil die Braunschweiger in der Geschichte irgendwann mal gesagt haben, wir wollen Freiheit und haben die Herzöge halt rausgeschmissen. Und dann sind die halt grummelnd abgezogen nach Wolfenbüttel, haben da ihre Residenz gegründet, bis irgendwann mal, salopp gesagt, die Stadt Braunschweig pleite war, sich die Kaufleute zusammengetan und gesagt, was machen wir denn jetzt, um aus der Schuldenkrise rauszukommen? Mensch, da gibt's doch einen, der sitzt ganz in der Nähe, der hat ganz viel Geld, der entschuldet uns vielleicht. Und wenn wir ihm anbieten, er darf nach Braunschweig zurückkommen, sind wir vielleicht entschuldet und er hat seinen Sitz in Braunschweig. Und deshalb sind die Braunschweiger Herzöge ja an den Bohlweg zurückgekommen ins Schloss und... In den Grauen Hof haben wir ausgebaut. Damals noch, genau, ja. Und ich habe ja nicht nur den Herzog gespielt, ich habe ja seine ganzen dann Nachfolgen, seine Söhne auch noch gespielt, Karl den Ersten schon und Karl Wilhelm Ferdinand und so weiter und so weiter. Und das war die große Zeit, die auch Frau Pöppelmann meinte, glaube ich, mit Karl Wilhelm Ferdinand. Da war Braunschweig wirklich definitiv weltbedeutend. Absolut. Das Herzogtum Braunschweig und die Stadt Braunschweig hatte Weltruhm, ja. Das ist interessant, ne? Was daraus werden kann. Irre, ne? Ja. Und da läuft man hier durch die Straßen der Stadt und kriegt das irgendwie gar nicht mehr mit, ne? Ja. Und manchmal finde ich das auch, gerade wenn ich irgendwo anders war, in Hamburg oder in Berlin, finde ich es manchmal schade, dass Braunschweig sich in diesem Sinne auch so ein bisschen unter den Scheffel stellt, ne? Gerade wir haben das Herzog-Anton-Ulrich-Museum, eines der wirklich, wie ich finde, bedeutendsten weltweiten Kunstmuseen.
Und wir das ist kein Thomas Richter, das ist so. Wir hatten den Thomas Richter hier er hat auch mit uns darüber gesprochen und mit mir darüber gesprochen. Ich fand das ganz faszinierend, als er seine Bilder dargestellt hat und von der Schönheit des Museums gesprochen hat. Und das hat ja nun wirklich viel wieder mit Anton Ulrich zu tun, weil ich komme nochmal auf die Frage zurück. Was würde Anton Ulrich vielleicht aus deiner Einstellung über die Stadt Braunschweig heute sagen? Was würde er in seinem Ton, was könnte man... Bald hätte ich gesagt, Dero Gnaden ist aber falsch, das war, glaube ich, eine Durchlaucht. Keine königliche Hoheit, das gab es noch lange nicht. Was könnte er gesagt haben über die Stadt heute? Hat er sich das so vorgestellt, dass es so weitergeht? Wie gesagt, schwer zu sagen. Damals gab es die Wallanlagen noch, die wurden erst später geschliffen. Also die Stadt hat ja auch ganz anders ausgesehen, ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite war er natürlich, ich würde auch mal sagen, ein geschickter Marketingstratege. Ne? Weil wenn man sich als Dahlum anguckt, er hat eine riesige Sommerresidenz dahin gebaut, die von außen sicherlich super prächtig war, wenn man sich Modelle anguckt. Im Museum im Schloss in Wolfenbüttel gibt es so ein wunderbares Modell. Denken Sie sich, das ist ja gigantisch, das ist ja toll und alles Marmor und so. Und es war heute, würde man sagen, alles Fake. Weil es war kein Marmor, das war Holz. Ja. Er hat alles nur, weil es halt billiger war, hat das alles aus Holz bauen lassen. Und dann von Malern einfach anstreichen lassen, dass es den Anschein hatte, es seien die edelsten Materialien, Marmor und die tollsten Steine. War allerdings nichts. Und das ist der Grund, warum Salzdahlum heute als Schloss ja gar nicht mehr da ist, weil es ist alles vermoddert, weg. Holz hält halt nicht lange. Ne? Und deshalb ist es halt schwierig zu sagen, was er sagen würde. Ich glaube auch fast, es wäre ihm egal. Ich glaube, der hat auch relativ in einer Blase gelebt. Interessanter wird es dann bei seinen Nachfolgern. Ich habe ja schon gesagt, Karl Wilhelm Ferdinand. Dem würde das, glaube ich, heute sehr wehtun, wie die Stadt so weltpolitisch und sagen wir schon deutschlandpolitisch dasteht. Der hätte schon Probleme damit, weil er war ja ein großer Feldherr und unter seiner Ägide war Braunschweig wirklich absolut führend. Und er wäre ja selber, wenn ich zu viel sage, er wäre ja beinahe, also andersrum, durch die Darstellung meiner Figuren als Herzog habe ich natürlich auch eine Menge von der Geschichte gelernt. Also natürlich. Ich spiele den nicht nur, sondern ich versuche auch natürlich, was du gefragt hast, möglichst viel von dem mitzunehmen. Und bei Karl Wilhelm Ferdinand war es so, was ich vorher auch nicht wusste, er wäre ja beinahe mal der König von Frankreich geworden. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Ein Braunschweiger Herzog, König von Frankreich. Weil als die Französische Revolution kam, war Karl Wilhelm Ferdinand ein sehr gefragter Feldherr. Und da haben die ihn ja angefragt, ob er nicht, heute würde man salopp sagen, Bock hätte, den Job zu übernehmen quasi als Feldherr der französischen Revolutionstruppen. Und in der Zeit, wo er überlegt hat, ob er den Job machen will oder nicht, hat man ihm gesagt, ja, du kannst dann wirklich, wenn das erfolgreich wird, auch König von Frankreich werden. Allerdings in der Bedenkzeit, die er sich auserbeten hat, haben dann die anderen Revolutionäre gesagt, sag mal, wie bekloppt seid ihr denn? Wir wollen eine Revolution machen, um den König abzuschaffen und nicht neun zu haben. Und dann hat sich dieser Plan sowieso zerschlagen. Und Anton Ulrich. Ihm hätte wahrscheinlich das Museum sehr gefallen. Mhm. Er hätte aber wahrscheinlich noch mehr Geld rausgebraten, noch mehr Geld rausgehauen für die im Moment populären Künstler. Also Richter zum Beispiel. Er hätte viel mehr noch gekauft. Weil er hat ja gekauft, bis ins hohe Alter hinein ist er immer wieder nach Amsterdam gefahren und war da öfters bei Rembrandt wohl im Hause und so weiter. Und hat dann gesagt, ich brauche noch das Bild und das Bild. Und dann kam das Unglück. Er ist in Salzdahlum über seinen kleinen Hund gestolpert. Musste daraufhin im Rollstuhl sitzen und selbst im Rollstuhl hat er sich dann mit seiner Kutsche nach Amsterdam fahren lassen, um dann selbst im Rollstuhl noch Kunst einzukaufen. Faszinierend. Ja, der Irre. Was würde dem gegenüber Heinrich der Löwe aus deiner Einschätzung, du hast ihn auch schon gespielt, was würde der denn sagen? Heike Pöppelmann hat als erstes gesagt, Heinrich der Löwe war wahrscheinlich ziemlich arrogant, weil er hat sehr weit gebracht. Ja. Aber was würde der sagen, wenn er so am Burgplatz steht? Ist ja nicht ganz so, wie es zu seiner Zeit war. Hast du eine Idee, was der sagen könnte? Na, wahrscheinlich würde er sagen, weg mit den ganzen Häusern und ein größere Burg und ein größeres Schloss hinbauen. Das ist doch klein, ne? Das muss größer sein. Also ich glaube, nach diesen Maßstäben dieser Herzöge, die wir hatten, und das in die heutige Zeit transportiert, würde das alles nicht reichen heute. Das wäre zu wenig. Das wäre mit Sicherheit zu wenig, ja. Was ist denn in Braunschweig aus deiner Sicht, Andreas, zu wenig? Wie könnte denn Braunschweig mehr aus sich machen? Oder braucht es das gar nicht? Das ist eine schwere Frage. Was würdest du denn machen, wenn du Beauftragter für die Weiterentwicklung der Stadt Braunschweig wärst?
Also ich glaube, ich würde gar nicht viel anders machen, als viele Menschen in der Stadt jetzt schon tun. Sie versuchen, A, diese Stadt einfach mal, ja, ich sag mal ganz salopp, nicht verkommen zu lassen. Also einfach, dass alles funktioniert, was ja sehr wichtig ist, gerade in Zeiten, wo die Stadt halt nicht so viel Geld hat, sondern muss man mal gucken, wo kommt welches Geld her. Zum Zweiten würde ich nach Leuchtturmprojekten suchen. Mhm. Politisch ist das natürlich ein bisschen schwierig und die haben wir ja im Prinzip. Also wir haben die PTB, wir haben die wunderbare, das Helmholtz-Zentrum hier, was wir jetzt gerade im Moment immer wieder hören. Ne? Mhm. Dann haben wir tatsächlich im kulturellen Bereich, haben wir da vielleicht ein bisschen wenig, aber wir haben den Lichtparcours, der ja hoffentlich demnächst auch wiederkommt. Also nach solchen Leuchttürmen würde ich einfach suchen, wo man dann einfach auch von außen hin die Dinge sofort mit Braunschweig verbindet. Wie man das jetzt, glaube ich, beim Helmholtz-Institut ja durchaus schon tut. Bei der PTB leider nicht ganz so. Stimmt. Aber die machen ja Wissenschaft und transportieren sich natürlich auch nicht so nach außen. Insofern ist das schon klar und das kann ich verstehen. Wenn du als Schauspieler eine Rolle angeboten bekommst und du nimmst sie an, wie geht man da an diese Rolle heran, dass man am Ende tatsächlich die Person ist, die man sein soll? Ich hätte fast gesagt darstellt. Mhm. Ich glaube, man will sie ja nicht darstellen, man soll sie schon irgendwie sein. Wie macht man das eigentlich? Du sitzt da vor so einem Buch in deiner Wohnung und dann? Naja, also ich glaube, da muss man erstmal unterscheiden zwischen, also ist es in einer Produktion, die im Theater ist. Da ist die Arbeitsweise. Ist im Theater. Grundsätzlich, da ist die Arbeitsweise grundsätzlich anders, weil das war auch so, als ich dann in den Beruf reingekommen bin, so eine meiner ersten Ernüchterungen. Weil in der Schauspielschule lernst du genau die Dinge, du spielst, außer in der Stunde Ensemble, eigentlich alleine. Das heißt, da sitzt du wirklich da, denkst dir ja, wie könnte der Mensch denken, fühlen und so weiter. So bereitet man sich als Anfänger dann auch auf die Rolle vor und dann kommst du so auf die Probe. Und dann sagt der Regisseur, nee, der macht das aber so und so. Und das kann ich aber nicht machen. Und dann führt das entweder zu Konflikten mit dem Regisseur, dass du sagst, das geht so nicht, weil die Figur tickt anders. Das wiederum führt im Idealfall zu einem guten, fruchtbaren Miteinander, dass der Regisseur sagt, ja, das glaube ich dir, aber. Und es entsteht was Neues. Oder aber der Regisseur sagt, das ist völliger Mist, ich will aber, dass du von da nach da gehst. Egal, was du dabei denkst. Dann machst du natürlich nur deinen Job. Das heißt, es entwickelt sich eigentlich während den Proben, man hat eine Idee von dem Menschen im Kopf, aber wie es wirklich funktioniert, ist am Theater wirklich eine Entwicklung. Mhm. Also es sei denn, es ist ein Ein-Personen-Stück, da ist es natürlich ein anderer Prozess, aber ansonsten ist es halt sehr abhängig eben natürlich von den anderen Figuren, mit denen du auf der Bühne stehst und die haben ja auch eine Idee von ihrer Figur und die muss ein Regisseur oder eine Regisseurin natürlich zusammenbringen, dass das Ganze noch dazu auch funktioniert und die Zuschauer dir da unten nicht wegschnarchen. Und angenommen, du hast jetzt die Chance, einer Intendantin in Braunschweig oder einem Intendanten, wo auch immer, zu sagen, und er muss das erfüllen, das ist meine Lieblingsrolle, auch wieder auf der Theaterbühne. Was wäre deine Lieblingsrolle auf der Theaterbühne und in welcher Fernsehserie möchtest du gern mal mitspielen? Ha, coole Fragen. Also, meine Lieblingsrolle habe ich tatsächlich schon mal gespielt und deshalb würde ich sie wahnsinnig gerne wieder spielen. Cyrano de Bergerac. Mhm. Ein Stück unglaublich, mit einer unglaublich schönen Sprache. Und es geht auch um Sprache, weil es geht ja um die Gedichte, der Cyrano spielt, aber selber nicht, ne, wegen der langen Nase. Dann ist es ein Stück, wo man tatsächlich in einer Zeit spielt. Ich glaube, es ist auch so ein Schauspielertraum. Du darfst je nach Inszenierung eventuell tatsächlich reiten, du darfst fechten. Also du kannst all diese Dinge, die du in anderen Stücken nicht kannst, kannst du da auch machen. Und deshalb ist der Cyrano tatsächlich so eine Lieblingsrolle von mir, absolut. Also ich weiß, dass viele Theaterintendanten zuschauen, gerade solche Dinge, wenn Schauspieler sich darstellen in Interviews. Mal schauen, wann das erste Angebot kommt. Ja. Du kannst uns dann ja informieren. Die Fernsehserie hast du doch. Genau. Ja, also die gibt es jetzt nicht mehr. Vorher hätte ich gesagt Akte X. Ja. Hätte ich wahnsinnig gerne mitgemacht, weil das fand ich immer so ein bisschen spooky. Dexter fand ich übrigens auch sehr cool. Allerdings ist man da sehr schnell dann als Leiche irgendwo in ein Tuch eingewickelt. Das wäre da nicht so cool gewesen. Also im Moment tatsächlich in The Sinner. Das finde ich ist wirklich hochgradig spannend, was läuft. Es gibt, glaube ich, 4 Staffeln davon und es sind sehr interessante Kriminalfälle, die eben für dich als Zuschauer siehst du immer nur, was passiert ist und für Folge kriegst du die Hintergründe mit und am Ende ist es
ganz anders, als du gedacht hast. Also dramaturgisch ganz anders aufgebaut. Ganz anders aufgebaut. Und das finde ich unglaublich spannend, ne? Weil auch die Figuren sich dadurch eben immer weiterentwickeln. Und du lernst eine Figur kennen, in der du denkst, boah, was ist das für ein Unsympath? Und nachher ist es entweder ein ganz sympathischer Mensch oder ein armes Schwein. Also das heißt, dass da auch eine unheimlich interessante Entwicklung dabei ist. Und in so einer Serie, da würde ich gerne mitmachen. Du machst ja auch Radiomoderation. Du machst ja auch so ähnliche Sendungen, wie wir die hier gerade digitales Bewegtbild machen. Genau, deshalb plaudere ich vielleicht auch so gerne und so viel. Ja, erzähl mal was von deiner Radiokarriere. Ja, bei Radio 38, also die Sache war die, ich habe schon irgendwie, als es auch um meine Berufswahl ging, habe ich irgendwann immer gedacht, was will ich werden? Ich wollte nicht von Anfang an Schauspieler werden. Ich habe mich tatsächlich auch mal nach dem Abitur bei der Braunschweiger Zeitung beworben, weil ich wollte mal schreiben. Ja. Ich wollte mal Journalist werden. Schön. Ging natürlich nicht, weil das mit dem Volontariat alles so schwierig war und so weiter. Und als ich dann später Schauspieler war und dann beim Radio angefangen habe, habe ich gemerkt, meine Passion ist eigentlich nicht unbedingt, dass ich darstelle und das Spielen, sondern es ist die Sprache. Ja. Es ist das Wort, was ich finde die deutsche Sprache unglaublich faszinierend, toll. So toll. Und da passt es dann auch wieder zu, dass ich dann eben auch beim Radio gelandet bin, natürlich auch in der Kulturredaktion, eben die Kultursendung besprochen habe und sonntagsnachmittags eben meine Köpfe-Sendung hatte. Das, was wir machen, nur dass man uns nicht sehen kann, sondern eben dann nur hört. Ja, das ist halt, wie gesagt, die Brücke ist, glaube ich, einfach die Sprache bei allem. Und das ist immer was mich schon wahnsinnig fasziniert hat. Apropos Sprache, wie ist denn Casanova eigentlich in Wolfenbüttel zurechtgekommen? Konnten die da Italienisch? Nö, natürlich nicht. Ja. Also ich glaube, es gibt... Das ist tatsächlich so, der war wirklich in Ja, also das zu sagen, also Lessing ist belegt. Casanova ist übrigens tatsächlich auch belegt. Und zwar in seinen Memoiren. Ja, wie fange ich da jetzt an? Also vielleicht um auf deine Sache zu, er ist klargekommen, weil er hat sehr gut Deutsch gesprochen. Casanova hat Deutsch gesprochen, Französisch gesprochen, Italienisch gesprochen, beziehungsweise viele Dialekte, weil Italien als solche Staatengebilde gab es ja noch nicht. Er hat Englisch gesprochen, er hat ein paar Brocken Russisch gesprochen. Das hängt aber alles mit diesem Menschen zusammen, weil Casanova nach seiner Flucht aus den Bleikammern einfach ein Heimatloser war. Und insofern ist er dann nach Frankreich gegangen, wo die natürlich kein Italienisch gesprochen haben. Also hat er sich selber mit Hilfe eines Lehrers Französisch beigebracht. Und er hat versucht, auf seinen ganzen Reisen durch ganz Europa immer die Sprache zu sprechen, wo er gerade ist. Ja. Und deshalb hat er tatsächlich auch ein paar Brocken Deutsch gesprochen. In Braunschweig war übrigens, und das ist das Interessante, Casanova viel länger als in Wolfenbüttel. Ach so. In Wolfenbüttel war er eine Woche. Das ist belegt anhand von verschiedenen Ausleihdokumenten in der Herzog-August-Bibliothek. In seinen Memoiren steht es auch drin, aber er war im Mai, von Mai, ich glaube bis Ende Juni 1794 war er in Braunschweig. Und das weiß noch keiner in Braunschweig. Man muss nur mal seine Memoiren lesen und dann sieht man, der war tatsächlich hier. Weil es ist irgendwie, dieses Kapitel ist irgendwie komplett unter den Tisch gekehrt, weil wir hatten damals einen Theaterdirektor, einen Intendanten, Filippo Nicolini, ein Italiener. Ja. Und deshalb hatte er quasi hier in Braunschweig jemanden, mit dem man natürlich Italienisch sprechen konnte. Weil zu der Zeit hatten alle großen Häuser in ganz Europa einen italienischen Intendanten. Weil das war einfach Mode. Hielt man was auf sich, musste man einen italienischen Intendanten engagieren. Und da Braunschweig eben sehr bedeutend war, war hier logischerweise ein italienischer Intendant. Und Casanova war vorher in England und es ging ihm nicht gut. Und er war ja ein begeisterter Spieler und dann hatte er Schulden beim Glücksspiel. Und es gab ein Gesetz in England, wenn du deine Schulden nicht innerhalb von 14 Tagen begleichst, hängen sie dich auf. So, das heißt, und er konnte die Schulden nicht begleichen. Er hatte außerdem noch eine Geschlechtskrankheit, es ging ihm also gar nicht gut. Und dann hat ihm ein befreundeter Polizist, den er ab und zu geschmiert hat, gesagt, pass mal auf, morgen holen sie dich. Und dann ist er in einer Nacht- und Nebelaktion, ist er halt weg aus London und hat dann in Brüssel, wo er endlich dann angekommen ist, auch in der italienischen Community, so würde man das heute nennen, hat er einen jungen Italiener wieder getroffen, Daturi. Dann haben sie festgestellt, sind irgendwie verwandt. Casanova hat mal nachgerechnet, der könnte sogar mein Sohn sein. Aber hat ihm offiziell gesagt, nein, du bist mein Neffe. Und Daturi hat gesagt, pass mal auf, dir geht's ja nicht gut. Weißt du was, meine Mama ist Sängerin am Theater in Braunschweig. Und ich möchte meine Mama auch mal wiedersehen. Was hältst du davon, wir fahren nach Braunschweig? Und so ist Casanova mit seinem Sohn, was er tatsächlich in seinen Memoiren nicht genau ausführt, ob es sein Sohn oder nur sein Neffe ist,
sind die beiden eben nach Braunschweig gekommen. Casanova war sehr neugierig auf seine ehemalige Geliebte, die Mutter von Datouri. Als er sie gesehen hat, hat er in seinen Memoiren sehr unschöne Dinge über sie geschrieben. Also die Zeit zerstört die schönsten Schlösser. Und das ist ja eine alte Fregatte, die da plötzlich steht und wollte auch nichts mehr von ihr. Und so war Casanova letztendlich in Braunschweig, hat sich dann noch ein bisschen erholt, aber hatte immer noch kein Geld. Und ist dann über, aber das sprengt den Rahmen, wenn ich jetzt erzähle, warum er doch nach Wolfenbüttel gekommen ist. Jedenfalls ist er dann nach Wolfenbüttel weg, weil der Herzog hat ihn ja weggejagt, ist wieder nach Braunschweig. Er war auf der Suche nach einem Job, er hatte hier keinen Job. Da hat ihm gesagt, pass mal auf, bei Friedrich dem Großen könntest du arbeiten. Und ist dann von Braunschweig aus nach Potsdam gefahren, in der Hoffnung, er kriegt bei Friedrich dem Großen einen Job. Und so war Casanova tatsächlich, was heute leider keiner mehr weiß, es gibt keine Gedenkplakette nirgendwo, war Casanova aber etwa 6 Wochen lang tatsächlich in Braunschweig belegt. Wo kann man dich als Casanova, als Herzog Anton Ulrich, als Heinrich den Löwen und was auch immer, als Professor, Dr. Heinrich von Löwenstadt, ja. Genau, erleben? Oder meinetwegen auch als Nachtwächter, ja, ist egal. Ja. Ja. Wo kann man dich so erleben? Weil ich glaube, das ist ja wirklich was Tolles. Und das macht ja eine Stadt auch aus. Wir hatten mal Originale. Ja, ja. Ich möchte dich jetzt nicht gleich zum Original machen und zum Volksschauspieler. Das ist vielleicht doch, das dauert noch ein bisschen. Ne? Nein, aber das ist ja wirklich was ganz Tolles. Nur wenn das regelmäßig gemacht wird und die Menschen das mitbekommen. Wo bekommt man dich denn mit? Außer in Corona-Zeiten. Im Moment ist es ein bisschen schwierig, glaube ich, mit Auftritten. Ja, mit Auftritten geht im Moment gar nichts, das ist klar. Es ist ein bisschen schwierig, weil die Dinge natürlich, also ich gehe ja nicht einfach, ziehe mir das Herzogskostüm an und stelle mich auf den Schlossplatz oder auf den Burgplatz. Wo ist das Kostüm her? Die Kostüme sind alle angefertigt worden für mich, beziehungsweise auch teilweise Leihgaben aus dem Staatstheater, also ganz, ganz unterschiedlich. Und das von Anton Ulrich, das gehört dem Herzog Anton Ulrich Museum und das hängt da immer. Ja. Und wenn jemand Interesse hat, dann müsste er beim Herzog-Anton-Ulrich-Museum nachfragen, ob nicht der Namensgeber dieses Museums persönlich durch seine Sammlung führen möchte. Und dann gibt es durchaus, denke ich, die Möglichkeit, dass das Museum sagt, ja, das kriegen wir mal hin, da machen wir eine Sonderführung. Und dann kommt der Herzog und führt halt durch seine Gemäldesammlung. Faszinierend. Als Anton Ulrich. Ja, also das heißt, wenn man geschickt ist, bekommt man das hin. Und sonst kann man dich über deine Website ja immer erreichen. Genau, man kann mich über meine Internetseite halt immer erreichen und buchen. Und du sagst im Moment, klar, Corona-Zeiten, es gibt keine Auftritte. Aber ich sitze im Moment zu Hause am Schreibtisch und brüte und habe ganz viele Sachen. Das ist im Sommer. Wenn ich draußen wieder was machen kann, gibt es ganz, ganz viel Andreas Jäger in Wolfenbüttel, ein großes Projekt. Hier habe ich eventuell die Möglichkeit, das Oka-Sommer-Theater wieder zu beleben in diesem Sommer. Ja. Mit einem Stück eines Braunschweiger Autoren, aber mehr verrate ich noch nicht, weil die Finanzierung noch nicht ganz sicher ist. Dann gibt es, getreu meinem Motto, ich liebe die Sprache, Poesie am Portikus. Oh, sehr schön. Die Finanzierung ist jetzt fast wieder gesichert. Ich habe die Erlaubnis von der Stadt, dass ich den Portikus wieder bespielen darf. Und dann werde ich an wahrscheinlich... Kann ich noch mal kurz sagen, Portikus, das ist ein Baudenkmal im Bürgerpark. Ganz genau, im südlichen Zipfel des Bürgerparks steht dieses Baudenkmal. Und es ist an Sommerabenden, wenn die Sonne so untergeht, ist allein schon da zu sitzen ein Erlebnis. Ja. Und da habe ich mir gedacht, wenn man dann noch poetische Texte davor trägt, mit ein bisschen Musik garniert, habe ich mir ein paar befreundete Musiker geholt. Josef Zieger war unter anderem auch schon letztes Jahr beim Portikus dabei. Dann ist das ein fast schon Gesamtkunstwerk, wo Wort, Musik und die Atmosphäre stimmen. Und das wird im Sommer, also ich sag mal 99%ig wieder an den Start gehen. Und insofern bin ich im Moment, wie gesagt, im Stübchen aktiv, aber man sieht es halt nicht. Ne? Na klar. Ja. Was sollten die Braunschweiger mehr tun im kulturellen Bereich und welche Orte sollten sie häufiger aufsuchen, außer dem Portikus im Bürgerpark? Wo sollen die Braunschweiger mehr hingehen? Sollen die mehr auf die Oker gehen und da herumfahren? Oh, nee, bitte nicht. Sollen die jetzt kriege ich Ärger mit den Floßverleihern, aber nein, nein, die sind gut gebucht. Also ich glaube, dass die Oker, Wasser ist immer was Tolles, aber ich glaube, dass die Oker ein bisschen auch überschätzt wird. Mhm. Was die Veranstaltungen angeht, weil sie wird andererseits von der Stadt irgendwie unterschätzt, weil wir haben, nennen wir ein Café direkt an der Oker. Mhm. Es ist nichts. Und während andere Städte, wo ein Fluss direkt durchfließt, so merken, was das für ein Potenzial ist, ist, dass hier ist die Oker irgendwie, außer dass man mit dem Schiff rauf und runter fahren kann, irgendwie tot, was ich sehr, sehr schade finde. Ich glaube, wir müssen zusammen mal Braunschweig wecken. Ja, ne, glaube ich auch. Mhm. Und deshalb hoffe ich auch mit dem Oka-Sommer-Theater, wo ich auch die Stadt auch an meiner Seite habe mit dem Kulturinstitut, dass man da wieder was machen kann dieses Jahr. Und ansonsten sollen die Braunschweiger nicht rum. Es gibt überall so viele Orte, die man gar nicht auf dem Schirm hat. Den Gausberg zum Beispiel finde ich super interessant. Fast in der Innenstadt gelegen, man geht dran vorbei, man fährt dran vorbei. Den Portikus hattest du schon erwähnt, auch da im südlichen Zipfel Bürgerpark.
Wenn du da mal mit Gästen außerhalb von Braunschweig hingehst, sagen die, boah, ist das schön hier. Aber man hat es irgendwie nicht auf dem Schirm. Mhm. Auf dem Nussberg, oben auf dem Bunker zu stehen. Es gibt so tausend, finde ich, so ganz viele unglaublich schöne Ecken, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Und das ist so wieder so irgendwie Braunschweiger Understatement. Ne? Man steht vorm Schloss, sagt sich, so, liebe Leute, stehen die Stadtführer dann da, das ist unser Schloss, ne? Und das ist der Löwe, aber es gibt so viele andere Dinge an vielen, vielen Ecken, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, die aber, finde ich, mindestens genauso spannend sind und vielleicht sogar noch schöner. Was sind diese Orte und wie macht man die spannend? Indem man sie bespielt. Als Beispiel. Indem man sie bespielt. Konkret wie? Also konkret haben ich wir... Ich lasse dich nicht raus. Ja, nein, ist auch in Ordnung. Konkret haben wir vom Rabehaus seit letztem Jahr auch so eine Corona-Idee, literarische Spaziergänge entwickelt. Und mein Spaziergang geht halt am Gausberg los, einmal um den Gausberg rum. Und es gibt Gruselgeschichten am Gausberg. Und da denkt man sich, da müsste doch eigentlich viel mehr Wissenschaft stattfinden. Aber die Gruselgeschichten haben einen guten Grund, weil der Gausberg ja früher mal der Chirurgenhügel hieß. Mhm. Das heißt, da war das anatomisch-chirurgische Institut, wo die Menschen zerlegt haben, Tote zerlegt haben, um zu lernen. Also, was passt an so einen Ort? Da liest man Frankenstein, wo das Monster geschaffen wird, wo man auch was zerlegt. Und, ne, und so versuche ich immer, an den Ort das zu bringen, was da passt. Aber nicht auf den ersten Blick. Da sagt man sich, da erzählt einer mathematische Formeln, weil da ist Gausberg. Nee, wenn man ein bisschen um die Ecke guckt, ne, ist es der Chirurgenhügel und dann gibt es eben Frankenstein da. Und so bespielt man diese Sachen. Ne? Oder eben den Portikus, wo ich sage, mit dieser, finde ich, unglaublichen Poesie. Auch wenn nebenan die Oka Cabana ihre Bässe dann hämmert und so. Aber das sind so die Sachen, die ich eigentlich mag und die mir dann riesen Spaß machen. Ne? Wir kommen schon langsam zum Schluss. Oh, nö. Ich sage doch, ich sage einen Satz, beginne ihn und du beendest ihn. Ja. Braunschweig ist eine lebenswerte Stadt, weil... Hier einfach nur tolle Menschen leben. In Braunschweig fehlt besonders... Das Geld. Der Braunschweiger ist kunst- und kulturbegeistert und das zeigt sich an... Dem Herzog-Anton-Ulrich-Museum, an einer unglaublich regen, lebendigen Kleinkunstszene, die man leider so auch nicht auf dem Schirm hat, die aber da ist. Und ich sag dir, was hinter den Kulissen los ist an Kleinkunst in Braunschweig, an der freien Szene und so weiter, das ist gewaltig. Wenn eine gute Fee käme und jährlich 1 Million dir für gemeinnützige kulturelle Projekte zur Verfügung stellen würde, was würdest du mit dieser 1 Million pro Jahr, ist auch eine Kostensteigerung noch drin, soweit möchte ich es nicht ausführen, was würdest du konkret machen? Ganz konkret hätte ich dann erstmal keine Sorge, mein Projekt Poesie am Portikus für die nächsten Jahre, nein, auch wirklich zu fördern, weil es ist ein Corona-Projekt, was entstanden ist. Ich habe das letztes Jahr gemacht, der Eintritt war frei und genau das fand ich auch so spannend. Ich möchte eigentlich allen Menschen, unabhängig, ob sie 120 Euro haben oder nur 5 Euro haben, jedem die Möglichkeit geben, richtig gute, auch Hochkultur, die unterhaltsam ist, einfach, dass jeder das genießen kann. Und in solche Projekte ganz konkret, die würde ich fördern. Ich habe noch tausend Ideen im Kopf, wie gesagt, Oka-Sommer-Theater könnte man machen, wäre die Finanzierung endgültig gesichert, lauter so eine Sachen, die würde ich ganz konkret umsetzen. Mit Andreas, vielen Dank. Sven. Das ist ein hervorragender Ausblick. Vielen Dank für das Gespräch. Das war schon wieder der Kulturtalk. Wir sehen uns wieder zur nächsten Sendung Kulturtalk. Wir waren heute wieder, wie fast immer, im Heinrich, das Gasthaus im Stadtpark. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss und auf Wiedersehen.